بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته meine lieben Geschwister, ich heiße euch herzlich willkommen zu dieser Vortragsreihe, wo wir über ein gewaltiges Thema sprechen werden, inshallah, und zwar über das Thema der Charakter eines Muslim. Der Muslim zeichnet sich mit dem Charakter aus, im Gegensatz zu allen Nicht-Muslimen. Denn der Islam ist die Religion, die den Charakter nicht nur erwähnt und empfiehlt, sondern die den guten Charakter sogar dem Muslim verpflichtet. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte: "Innama bu'ithtu li'utammima makarim al-akhlaq." Ich wurde entsandt, damit ich den Charakter vervollständige. Das heißt, die Entsendung des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seine Botschaft, seine Idee sallallahu alaihi wasallam beruht auf das Formen des guten Charakters und das Verbreiten des guten Charakters. Und der gute Charakter, wie wir inshallah auch lernen werden, ist nicht einfach nur zu lächeln, ist nicht einfach nur nett zu sein, sondern der gute Charakter im Islam ist ein weiter großer Begriff und beinhaltet sehr, sehr viele Punkte und sehr, sehr viele Aspekte, die wir auch inshallah in dieser Vortragsreihe lernen werden. Also der gute Charakter ist die Botschaft des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Und der gute Charakter ist auch eines der Gründe dafür, dass man überhaupt ins Paradies gelangt. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam wurde einmal gefragt, was die meisten Menschen ins Paradies hineinbringen würde. Dann sagte er sallallahu alaihi wasallam: "Taqwallahi wa husnul khuluq." Die Gottesfurcht gegenüber Allah subhanahu wa ta'ala und der gute Charakter. Also sehen wir anhand dieser Beweise kurz, dass der gute Charakter sehr, sehr, sehr wichtig ist und sogar der Grund dafür ist, warum die meisten Menschen ins Paradies kommen. Meine lieben Geschwister im Islam, wir brauchen vor allen Dingen heute Vorträge und Gespräche und Bücher und Lektüren und Vorträge über den guten Charakter, weil wir leider in einer Zeit leben, wo der gute Charakter einfach verdorben ist. Und der Charakter allgemein bei den Menschen, auch den Nicht-Muslimen, einfach einen Punkt erreicht hat, den es so vielleicht in der Geschichte noch gar nicht gab. Der Charakter des Menschen ist so sehr verdorben, dass man nicht mehr das Gefühl hat, dass man mit Menschen redet, sondern mit Wesen, die schlimmer sind als Tiere. Selbst Tiere haben besseren Charakter als manch so einer unter uns. So einen Punkt haben wir erreicht, dass die Muslime vor allen Dingen auch gar keinen Charakter mehr haben, viele von ihnen leider, dass sie sich vom islamischen Charakter so weit entfernt haben und sich den Charakter der Kuffar so sehr genähert haben, dass wir sehr, sehr viele Probleme haben innerhalb der muslimischen Community. Und diese Probleme, die meisten von ihnen beruhen anhand diesem Thema, beruhen auf diesem Problem, und zwar, dass die Leute einfach keinen Charakter mehr haben, keinen islamischen Charakter mehr haben. Deswegen ist es umso wichtiger, dass wir über Charakter reden, über islamischen Charakter reden, Bücher schreiben, Vorträge machen, Ansprachen halten, unter uns, unter den Geschwistern darüber reden, diskutieren darüber, was bedeutet islamischer Charakter und wie weit sind wir von diesem islamischen Charakter entfernt und wie weit haben wir diesen islamischen Charakter praktiziert. Guter Charakter, meine lieben Geschwister im Islam, ist viel mehr als wir denken. Es ist nicht beschränkt auf das Lächeln. Es ist nicht beschränkt auf ein gutes Wort zu sagen. Es ist nicht beschränkt darauf, dass du gut zu deinen Nachbarn bist, zu deinem Onkel, zu deinem Vater, zu deiner Mutter. Guter Charakter bedeutet die Religion allgemein, El-Islam. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte: "Al-Birru husnul khuluq." Die Frömmigkeit, die Religion, die Gottesfurcht, das Praktizieren des Islam, dass du ein Muslim bist,
bedeutet, guten Charakter zu haben. Was unterscheidet dich bitteschön von einem Atheisten? Was unterscheidet dich bitteschön von einem Hindu, der eine Kuh anbetet? Was unterscheidet dich von einem Juden und einem Christen? Was unterscheidet dich von den Kuffar? Was dich unter anderem unterscheidet, ist der gute Charakter. Dass du einen guten Charakter hast. Und frage dich erstmal, habe ich einen guten Charakter? Schau doch mal erstmal auf deinen Charakter. Was hast du für einen Charakter? Hast du einen Charakter, der nah am Islam ist, oder hast du einen Charakter, der nah am Kuffer ist, am Unglauben ist? Was ist dein Charakter? Was hast du für einen Charakter? Also, wir müssen uns die Frage stellen, was haben wir, weil der Charakter ist zusammen, hängt zusammen mit der Religion. Und die Religion ist der Schlüssel zum Paradies. Und wenn wir keinen Schlüssel zum Paradies haben, wo landen wir dann? Wir landen dann in der Hölle. Und deswegen, derjenige, der keinen guten Charakter hat, der wird dann in der Hölle landen. Das ist die Aussage des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Als er gefragt wurde, was bringt die meisten Menschen ins Paradies? Was hat er gesagt, sallallahu alaihi wasallam? Er sagte, taqwallahi wa husnul khuluq. Die Gottesfurcht, also dass du dein Gebet machst, dass du fastest, dass du die Hajj machst, das ist alles gut, das ist für dich selber. Das machst du für Allah und das ist gut für dich. Und dann sagt er, sallallahu alaihi wasallam, wa husnul khuluq, und guter Charakter. Und das ist etwas, was gut für dich ist und gut für die anderen ist. Dann aber wurde er, sallallahu alaihi wasallam, gefragt, was bringt die meisten Menschen in die Hölle? Was sagte er? Er sagte, al-famu wal-farj. Der Mund und das Geschlechtsteil. Das heißt, die Sünden, die mit dem Mund gemacht werden und die Sünden, die mit dem Geschlechtsteil gemacht werden, das sind die Dinge, die die meisten Menschen in die Hölle bringen. Und aufgepasst, mit dem Mund Schlechtes zu sprechen, Menschen zu beleidigen, Menschen anzugreifen, Menschen zu diffamieren, ist was? Ist schlechter Charakter. Mit dem Geschlechtsteil Unzucht zu begehen, ja, mit fremden Frauen zu schlafen oder fremden Männern zu schlafen, die Ehre eines Mannes zu zerstören, indem man mit seiner Frau schläft, die Ehre eines Vaters zu zerstören, indem man mit seiner Tochter schläft, außerhalb der Ehe. Was ist das? Das ist schlechter Charakter. Das heißt, der schlechte Charakter bringt uns in die Hölle. Warum? Weil es ist eine Sünde, schlechten Charakter zu haben. Und keine kleine Sünde. Es ist zum Teil eine große Sünde, wie zum Beispiel jemanden der Unzucht zu bezichtigen. Qadful Muhsanat ist ja eine Sünde im Islam. Ist es eine kleine oder eine große Sünde? Ist es eine große Sünde? Gleichzeitig ist es aber auch was? Schlechter Charakter. Deswegen sollten wir wissen, der Charakter im Islam ist ein großes, gewaltiges Thema, was der Islam auch als Priorität setzt, als großes Thema setzt. Also es ist nicht ein kleines Thema oder ein Thema, wenn du es machst, ist gut und wenn nicht, dann ist auch okay. Nein, es ist ein Thema, was entscheidend ist für deinen Ausgang am jüngsten Tag. Entweder ins Paradies oder in die Hölle. Also, wir haben verstanden, der gute Charakter ist wichtig, der gute Charakter ist auch viel größer, als wir denken. Es ist die Religion im Islam. Daran kannst du einen Menschen messen. Ob er ein guter Muslim ist oder ein schlechter Muslim ist, kannst du anhand dem Charakter messen. Wie ist sein Charakter? Ist sein Charakter gut? Dann ist er ein guter Muslim. Ist sein Charakter schlecht? Dann ist er ein schlechter Muslim. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, nicht umsonst, innama bu'ithtu li utammima makarim al-akhlaq. Ich wurde geschickt, damit ich den Charakter vervollständige. Das heißt, der Prophet sallallahu alaihi wasallam wurde mit dem Islam geschickt, mit dem Koran, mit der Sunna geschickt. Er wurde mit der Offenbarung von Allah subhanahu wa ta'ala geschickt. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam erklärt hier im Hadith, er wurde geschickt mit dem Koran, mit der Sunna, mit der Offenbarung, damit er uns beibringt, wie wir Menschen sein können, weil der Charakter des Islam ist der Charakter des Menschen. Der Charakter des Islam zeigt dir, wie du ein Mensch sein kannst, weil heute die Menschen sind keine Menschen mehr. Sie sind
Sie haben die Gestalt eines Menschen, ja, aber die Herzen von Teufeln, die Herzen von Schweinen und Tieren. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte in einem authentischen Hadith, dass eines der Zeichen des jüngsten Tags ist, dass Allah die Menschen zu Affen und Schweinen verwandelt. Und hier ganz interessant, gibt es mehrere Aussagen der Gelehrten. Manche Gelehrte sagen, dass das wirklich so stattfinden wird, dass manche Menschen wirklich zu Affen und Steinen verwandelt werden, also wirklich vom Menschen zum Affen verwandelt werden oder vom Menschen zum Schwein verwandelt wird. Das ist eine Aussage. Die andere Aussage sagt was? Die andere Aussage der Gelehrten besagt, dass damit gemeint ist, dass Allah subhanahu wa ta'ala die Menschen vom Herzen her zu Affen und Schweinen macht. Vom Charakter her zu Affen und Schweinen macht. Und schau dir die Menschen heute an. Der Charakter der Menschen heute, egal ob sie Muslime oder nicht Muslime sind, du siehst, die einen benehmen sich wie Affen, ohne Verstand, ohne Weisheit, ohne Vernunft. Und die anderen benehmen sich wie Schweine, ohne Scham, ohne Ehre und ohne Gewissen. Also, wir sollten auf jeden Fall zu diesem Punkt wissen, wie wichtig der Charakter im Islam ist und wie wichtig es für uns auch ist, den Charakter zu lernen. Kommen wir zu der Definition des guten Charakters im Islam. Ganz kurz allgemein zusammengefasst, und wir werden inshallah dann in den nächsten Vorträgen auch genau nennen, was guter Charakter ist, was gibt Punkte, es gibt Säulen für den guten Charakter, wie zum Beispiel das Vertrauen auf Allah, wie ich gesagt habe, die Aufrichtigkeit, die Nasiha, dass man guten Ratschlag gibt und so weiter. Aber was ist die Definition von gutem Charakter? Erstmal sollten wir wissen, Allah subhanahu wa ta'ala beschreibt den Propheten sallallahu alaihi wasallam mit verschiedenen Beschreibungen. Eine der Beschreibungen war was? وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ. Du bist wahrlich jemand, der einen gewaltigen Charakter besitzt. Das ist eine Beschreibung des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Das heißt, Allah subhanahu wa ta'ala hat dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam ausgezeichnet und ihn besonders gemacht und ihn auch erwähnt mit eines seiner besten Eigenschaften, und das ist, dass er einen gewaltigen Charakter hat. Deswegen, guter Charakter ist der Charakter des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Schöner Charakter ist das, was der Prophet sallallahu alaihi wasallam gezeigt hat. Egal, ob es ihm gut ging, ob es ihm schlecht ging, ob er zu essen hatte, ob er nicht zu essen hatte. Der Charakter des Propheten sallallahu alaihi wasallam gegenüber seinen Freunden, gegenüber seinen Feinden, gegenüber seiner Familie, gegenüber seinen Schülern, gegenüber seinen Nachbarn, gegenüber den Nichtmuslimen. Das ist, kurz zusammengefasst, der wahre Charakter und der beste Charakter. Aber kommen wir mal zu einigen Definitionen der Gelehrten. Eine bekannte Definition ist, dass sie sagen, Husnul Khuluq huwa kafful adha wa badhnun nada wa talaqatu al-wajh auf Arabisch. Heißt es, einmal das Übel zurückhalten, von dem geben, was man besitzt, und dass man ein Lächeln hat. Kafful adha. Dass man sein Übel zurückhält. Dass man niemandem etwas zuleide tut. Dass man niemanden beleidigt. Dass man niemanden bezichtigt. Dass man niemanden diffamiert. Dass man sich um seine eigenen Dinge kümmert. Dass man über keinen anderen lästert. Dass man über keinen anderen Lügen erzählt. Dass man keinen anderen Gewalt antut ohne Grund. Dass man keinen anderen Schaden antut ohne Grund. Und es bedeutet, dass du von dem Besten, was du hast, gibst, von deiner Zeit, von deinem Charakter, von deiner Kraft, von deinem Wissen, von allem, was du besitzt, was für dich Wert hat. Und es bedeutet, dass man ein Lächeln hat, dass man nett ist, dass man korrekt ist. Aufgepasst. Und das zu jedem Menschen. Also, dass man sein Übel zurückhält gegenüber jedem Menschen. Weil unser Problem ist, wir halten unser Übel gegenüber unseren Eltern vielleicht, gegenüber unseren Kindern vielleicht, gegenüber
unseren Onkeln und Tanten und Brüdern und Schwestern, Familie. Aber wenn es ein Fremder ist, dann ist es egal. Kann man. Ja, man kann ihn beleidigen, angreifen, ist egal. Es ist ja ein Fremder. Genauso das Aufopfern. Wir opfern uns für unsere Arbeitskollegen, für unsere Mitschüler, für unsere Nachbarn, Familie. Aber wenn es ein Fremder ist, wenn es jemand ist, der nicht aus meinem Land kommt, nicht meine gleiche Sprache spricht, nicht sogar meine Religion teilt, also kein Muslim ist, dann ist es kein Problem, dann braucht man ihm nicht zu helfen, dann braucht man ihm nicht zu geben. Genauso das Nettsein. Man ist nett zu seiner Frau, man ist nett zu seinen Freunden, aber wenn es um andere geht, dann verzieht man sein Gesicht, dann ist man böse, dann ist man schlecht gelaunt, dann ist man komisch. Deswegen, der gute Charakter hier als Definition bedeutet, dass man so drauf ist gegenüber allen Menschen. Egal woher sie kommen und egal wer sie sind. Und es bedeutet auch, dass man immer versucht, das Beste und das Mildeste und das Korrekteste an Taten den Menschen zu geben. Dass man sich den Menschen immer mit der besten Seite zeigt, ohne etwas von ihnen zu verlangen. Weil das Problem ist, wenn wir etwas bekommen, dann sind wir nett. Die Kassiererin an der Kasse ist nett. Warum? Weil sie dafür Geld bekommt. Die Stewardess im Flugzeug ist nett. Warum? Weil sie dafür Geld bekommt. Der Trainer, der dich trainiert, der Privattrainer, ja, der ist nett zu dir. Warum? Weil er Geld bekommt. Aber wir reden hier über das Nettsein, über das Korrektsein, korrekten Charakter zu haben, ohne dafür Geld zu bekommen. Ohne dafür eine Gegenleistung zu verlangen. Wir reden davon, guten Charakter zu haben und dabei den Lohn bei Allah subhanahu wa ta'ala zu erhoffen. Den Lohn bei Allah subhanahu wa ta'ala zu erhoffen. Wenn wir aber inshallah dann auch über die Charakterzüge reden, dann werden wir auch sehen, was genau der gute Charakter heißt. Aber das ist allgemein die Definition von dem guten Charakter. Und der gute Charakter, ganz wichtig zu erwähnen, wird praktiziert in Bezug auf Allah und dann in Bezug auf die Menschen. Weil es reicht nicht einfach nur nett zu sein zu den Menschen, sondern du musst auch gut sein gegenüber Allah, dem Herrscher, dem Erschaffer und dem Herrn der Welt, Allah subhanahu wa ta'ala. Weil es gibt nicht Muslime, die mit gutem Charakter beschrieben werden. Man sagt, ah, der ist nett, der hat wirklich einen guten Charakter. Oder es gibt Muslime, die nicht beten, nicht fasten, fast nichts machen vom Islam. Dann sagt man, ah, der hat guten Charakter, der ist total nett und so weiter. Ja, aber das ist nicht guter Charakter im Islam. Guter Charakter im Islam ist erstmal, dass du dich korrekt und gut gegenüber Allah verhältst. Weil dein Nettsein bringt dann im Endeffekt nichts. Du wirst ins Grab gelegt. Und da wird nicht gefragt, warst du nett zu deinem Nachbarn und warst du nett zu dem Chef und zu dem Arbeitskollegen, sondern es wird erstmal gefragt, wer ist dein Herr? Was ist deine Religion? Was sagst du über den Propheten? Deswegen wichtig, dass wir wissen, guter Charakter fängt erstmal bei Allah an, dass du gut, korrekt dich verhältst gegenüber Allah. Dann kommt aber, was? Das gute Verhalten gegenüber den Menschen. Und wenn wir das wissen, dann sollten wir nach den Charakterzügen suchen. Also wenn wir wissen, wie wichtig der Charakter ist im Islam, was der Charakter bedeutet und dass es sehr, sehr schlimm ist im Islam, wenn man keinen guten Charakter hat, dann sollten wir uns dazu bewegen, zu lernen, was der gute Charakter im Genauen bedeutet. Und das werden wir inshallah dann in der nächsten Folge, beim nächsten Vortrag inshallah erwähnen. Was bedeutet guter Charakter in der Praxis? Gibt es dafür Beispiele? Hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam vielleicht darüber etwas gesagt? Wie war der Prophet sallallahu alaihi wasallam sein Charakter? Was haben die Sahaba dazu gesagt? Die Gelehrten, die frommen Vorfahren? Das alles und viel mehr dann inshallah bei der nächsten Folge, beim nächsten Vortrag. Möge Allah subhanahu wa ta'ala von uns allen annehmen und segnen, uns einen guten und schönen Charakter geben. Hada wallahu alam. والحمد لله رب العالمين
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.